So Leute, hier ist der Domme. Ich habe mir mal einen Secret Layer Drop gegönnt. Und zwar den da, Tiferes Time Trouble. Und der Blackie hat mich gefragt, ob ich den bei euch aufmachen möchte. Und gerne. So. Thank you for being part of Secret Layer. Ich mache das ja im Endeffekt nur, weil Geld generiert, aber danke. Und eine Menge Müll, also das ist schon, naja. Ach stimmt, das muss man hier so. Oh. Also, das sieht schon echt schnieke aus. Also, die werden sich auch super bei mir im Regal machen. Da stehen schon ein paar. Zu den Boxen, ich habe die anderen schon bei mir schon aufgemacht. Die sind echt schön. Die fallen halt nur ein bisschen sehr leicht auseinander. Aber ich finde das Relief hier richtig schön gemacht. Also, die sind echt sexy und die sind schön stabil. So, drin sein sollte ein Teferi, Time Reveler, ein Duck Faden und ein Khan the Great Creator. In Non-Foil. Mal sehen, was passiert. Man hat ja schon einiges gehört. So, da grinst uns schon der Duck an. So. Die Karte nehmen wir dann zum Schluss. Die hinten drauf war. So, jetzt fängt nämlich das Primborium an. Was man schon so von vielen kennt. Wie kriege ich die Kacke hier raus, ohne alles in zwei Teile zu reißen? Ja, das hier ging jetzt einigermaßen. So. Eins. Zwei. So, und jetzt kommt Primborium Teil 2. Wie kriege ich die Karten hier raus, ohne dass ich danach her einen riesengroßen, schönen Fingerabdruck von mir mit Kleber drauf habe? Mit Geduld, aber das ist nicht so meine Stärke. So. Noch mehr Müll. So, fangen wir mal mit der Karte an, die wir schon gesehen haben. Unserem Duck Faden. Und ich sehe gerade schon, der hat hier oben einen kleinen Schlag. Ja, so viel zu Premium-Produkten, aber das kennen wir ja. So, Duck Faden. Kommt mit 3 Reality ins Spiel und hier haben wir ja quasi den ganzen Text mal aufgedröselt, so wie er früher als Legendary wäre. Auch mit dem schönen alten Frame und ich muss halt sagen, hoffentlich kriegt der Zoom das rein. Die Fresse von dem ist halt irgendwie voll schräg. Der hat so ein richtig suffisantes Grinsen drauf. Ja. Duck Faden kennt man eigentlich, kommt mit 3 Lollity ins Spiel, use Counters. Ja, Open and can attack Duck through the way you, also die kann den direkt angreifen. Any damage he suffers, bla bla bla, ist halt im Endeffekt der feuchte Traum von jedem Judge, was hier draufsteht. Und dann, wo fangen die Abilities an? During your turn, you may add 1 Lollity. Target player draw 2 cards, then choose and discard 2 cards from hand. Oder may spend 2 loyalty to make control of target to take control of target artifact. Oder you may spend 6 loyalty, then take control of any permanent of permanent you target from the rest of the, for the game. Turn all cards to the owners after the owners after the game ends. Bisschen kompliziert geschrieben, man sollte sich eventuell auch einfach dann irgendwie auf Scryfall oder so den normalen Duck daneben legen. Aber. Ich finde den vom Stil her sehr schön. Auch der Frame gefällt mir sehr gut. So, Nummer 2. Teferi Time Reveler. Ja, den sollte auch jeder kennen. Ist halt blau-weiß. Auch wieder in den schönen Rahmen. Diesmal von Ebonym Rex. Der Duck Faden war von Greg Staples. Ja, Teferi Time Reveler. Ne? Der hat halt auch wieder die Loyalty Counter quasi oder die Loyalty Abilities quasi erklärt und als erster Satz steht dann quasi die permanente Ability, die der normalerweise hat mit Opponents can cast spells only as through they were sorcery and can attack Teferi through he were you. Ja, 4 Loyalty Damage, bla bla bla. Also das Wording ist quasi genau wieder dasselbe. Plus wir haben halt wieder die Add 1 Loyalty Ability. Spend 3 Loyalty für den Bounce und ja, das ist auch schön, also vom Runing her schön geschrieben. So, und jetzt kommt die Karte, wofür ich das ganze Ding überhaupt geholt habe. Ah,
wen wundert's? Khan the Great Creator. Und ich finde halt, da passt das Bild richtig nice zum Frame. Also, der ist schon sexy. Einfach nur 4 Mana, Legendary, Planeswalker Legend, von Mark Zuck geschrieben, von Mark Zuck gemalt. Und ja, ist halt einfach wunderschön, das Tier. Okay, du dürft eigentlich jeder kennen, kommt mit 5 Leute hier ins Spiel. Da steht auch wieder dieser Any Damage Part drauf. If Khan has no loyalty, he abandons. Und dann halt during your turn you may add 1 loyalty, target artifact into an artifact creature with power and toughness equal to its casting costs until end of your next turn und dann der -2 mit dem card from the outside the game into your hand. Hier steht tatsächlich nicht explizit das Exile drauf, fällt mir gerade auf, aber es dürfte in der Theorie immer noch Exile mit gemeint sein. Gut, haben wir 3 wunderschöne Planeswalker. Und ich muss sagen, ich habe mir den im Endeffekt wegen den gekauft, aber der ist auch wunderschön. Der Duck, der guckt mir so ein bisschen so viel Sonder, also der hat irgendwie irgendwo Square hängen. So viel dazu. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Was haben sie hier diesmal als Karte dabei gepackt? Könnte im Prinzip alles sein, von einem Token über ein Land, über irgendein Artefakt, über irgendeinen anderen Planeswalker, denn die haben sie ja auch verramscht. Und eine Foil-Insel. Und ich habe schon nachgeguckt. Das ist einer aus Jumpstart. Ich meine, hätten sie auch was Schöneres beipacken können. Irgendein Artefakt oder so. Oder irgendwas anderes. Planeswalker-relatedes. Weil ja, die Insel passt jetzt zu 2 Planeswalkern vom Mana-Symbol her. Aber irgendwie... Naja, alles klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und wir hören uns beim nächsten Gameplay. Spoiler-Alarm.